Die Spannung in Russland steigt schon in wenigen Wochen. Präsidentschaftswahlen. Wladimir Putin gilt als der neue, alte, starke Mann. Russland paradox, quasi der Nachfolger von Medvedev, ist auch dessen Vorgänger. Bei mir Dr. Mirko Hecker von der Wolf und Hecker Finanzconsulting AG. Den Menschen zumindest reicht es in Moskau. Massendemonstrationen, mehr als 100.000 Menschen auf den Straßen. Wirken sich diese Unsicherheiten denn mittlerweile auf die Börse in Moskau aus? Naja, also was man zunächst sicher mal positiv festhalten kann, ist, dass die Proteste bisher eigentlich sehr friedlich verlaufen sind. Ich würde das insgesamt auch als ein positives Signal mittel- bis längerfristig werten, was den weiteren politischen Entwicklungsprozess in Russland angeht. Das ist ja hier die Mittelschicht, die hier auf die Straße geht, die sicherlich auch für die wirtschaftliche Entwicklung hier eine wichtige Rolle spielt. Auf der anderen Seite, Russland ist nach wie vor in einer wirtschaftlich durchaus sehr guten Verfassung. Nach der Krise, nach Lehman, hat Russland mittlerweile wieder ein Bruttoinlandsprodukt erreicht, das deutlich über dem Niveau von vor der Krise bereits sich bewegt. Das Wirtschaftswachstum für 2011 und 2012 wird jeweils so zwischen 3-4% real liegen. Das sind sehr gute Rahmenbedingungen und davon sollte sicher mittel- bis längerfristig auch die Börse wieder profitieren können. Die Börse in Moskau galt lange Zeit als Barometer für steigende und fallende Ölpreise. Ging es also mit dem Ölpreis hoch, ging es auch mit der Börse in Moskau hoch. Ist dem immer noch so? Grundsätzlich ja. Man muss sich mal die Struktur der russischen Wirtschaft und auch der Unternehmen anschauen. Es ist so, dass etwa die Hälfte der Staatseinnahmen nach wie vor aus dem Energie- und Rohstoffsektor stammen. Von den 100 größten Unternehmen in Russland sind mehr als die Hälfte aus diesem Sektor. Unter den Top 10 sind es sogar 9 Unternehmen, die diesem Sektor zuzurechnen sind. Und diese Struktur spiegelt sich natürlich auch an der Börse wider. Das heißt, wir haben hier eine sehr starke Abhängigkeit von der Energie- und Rohstoffpreisentwicklung. Und insofern ist die Korrelation zwischen dem Erdölpreis und den Aktienmärkten nach wie vor sehr groß. Wir haben im vergangenen Jahr das erste Mal eigentlich seit langem eine andere Situation erlebt. Der RTS, der russische Aktienindex, hat eine Performance von rund -20% aufgewiesen. Der Erdölpreis ist um gut 15% gestiegen. Dafür gibt es natürlich auch Gründe. Zum einen sicherlich das politische Umfeld. Viele Investoren sind im Moment sehr zurückhaltend, was den Ausgang der Wahlen angeht. Und der zweite Aspekt ist sicherlich auch, dass viele Finanzwerte in dem großen Index drin sind und die haben natürlich wie in Westeuropa auch in Russland deutlich gelitten im vergangenen Jahr. Wie bewerten Sie denn nun generell die Situation russischer Aktien? Chance oder Risiko? Was überwiegt? Es gibt so aufgrund der politischen Unsicherheit, die derzeit stark die Entwicklung an den Märkten dominiert, sicherlich einige Chancen. Die Bewertung der Aktien ist nach wie vor günstig. Wir haben Kurs-Gewinn-Verhältnisse im Bereich zwischen 5 und 6. Wir haben gute Dividendenrenditen im Bereich von 3-4%, also sehr gute fundamentale Daten, die in den Kursen derzeit so sicher nicht wiedergespiegelt werden, einfach weil die Risikoabschläge im Moment sehr groß sind aufgrund des politischen Umfeldes. Sagt Dr. Mirko Hecker zur Situation an der russischen Börse. Herzlichen Dank für das Gespräch.